Hallo Fans, ja, die portugiesische Sonne ist viel anders als das Regenwetter von São Luís letzte Woche. Der Coach grüßt aus Vagos und ja, da haben wir das Spiel im Europapokal gegen die Mannschaft aus Vagos. Das Einzige, was wir bislang von der Mannschaft wissen, sie spielen in Schwarz. Das ist nicht viel, es reicht nicht so viel. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Informationen bekommen. Aber sonst ja, müssen wir uns halt vorbereiten und wird die Ansprache vor dem Spiel sein. Spielerin, achte bitte auf die Spielerin in Schwarz. Von Vagos geht es gleich weiter nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Oberhausen, wo am Samstag das Spiel gegen Oberhausen ansteht. Wenn wir wieder so wechselhaft spielen wie im Spiel gegen Halle am vergangenen Samstag, dann kann es ein bisschen schwer werden, weil Halle hat nicht überragend gespielt, wir auch nicht so gut und trotzdem hoch gewonnen. Und Oberhausen, von denen ich denke, dass sie einen sehr guten, ausgeglichenen Kader haben, haben bislang eine ganz unglückliche Saison gespielt und die werden doch irgendwann auch mal versuchen, das alles zu kippen, was passiert. Also ich denke, dass es auch das ein sehr interessantes Spiel werden kann. Und dann sehen wir uns am 3. November zum ersten Europapokalspiel gegen Djur in der Stadtgartenhalle. Bis dann, ich trinke nochmal einen schönen Kaffee. Tschüss!